Video ist jetzt schon ein bisschen länger geplant gewesen, aber irgendwie habe ich es bisher noch nicht geschafft, es zu drehen. Und zwar soll es um Dokus und Bücher gehen, die so mein Leben verändert haben. Ich weiß, es klingt jetzt irgendwie sehr groß, aber tatsächlich haben sie wirklich mein Leben verändert. Also, um es mal ein bisschen zu differenzieren, es soll um die nachhaltigen Veränderungen gehen, die ich in meinem Leben so in den letzten Jahren getroffen habe. Und so ziemlich immer war eigentlich eine Doku oder ein Buch oder ein Video irgendwie so der erste Anstoß dazu. Und deswegen dachte ich mir, wäre es eigentlich ganz cool, ein Video darüber zu machen, weil es bei mir halt auch so war, dass der allererste Anstoß auch genau durch so ein Video kam. Ich habe auch vor ein paar Monaten schon einen Blogbeitrag zu dem Thema geschrieben. Natürlich haben den jetzt nicht alle von euch gesehen. Also falls ihr diesen Beitrag gelesen habt, dann werden euch die Sachen jetzt schon bekannt vorkommen. Aber falls ihr den noch nicht kennt, dann ist es jetzt auf jeden Fall noch was Neues. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich werde die verschiedenen Themen jetzt auch einfach in der Reihenfolge durchgehen, wie ich sie in meinem Leben auch umgesetzt habe. Und das allererste, was ich für mich verändert habe, ist, Veganerin zu werden. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, bevor ich Veganerin geworden bin, war ich schon ein paar Jahre lang Vegetarierin. Und als ich Vegetarierin geworden bin, habe ich mich eigentlich nicht großartig informiert. Also ich habe es einfach gemacht. Aber um dann diesen nächsten Schritt zum Veganen zu machen, habe ich auf jeden Fall noch ein paar mehr Infos gebraucht. Und das Ganze hat dann mit einem YouTube-Video angefangen, wo eine YouTuberin Dokus empfohlen hat, durch die sie vegan geworden ist. Und diese Dokus habe ich mir dann halt angeguckt. Ich habe allerdings nicht alle geguckt, sondern nur zwei. Und zwar habe ich mir als erstes Earthlings angeguckt. Das ist auf jeden Fall so eine richtig schockierende Doku. Und dort geht es eher um Fleisch als jetzt um Milchprodukte und so. Wenn ich mich richtig erinnere, ich habe sie mir jetzt nicht noch einmal für dieses Video angeguckt. Ja, aber ich weiß noch, dass ich sie damals, obwohl ich schon Vegetarierin war, trotzdem noch gut fand. Und sehr viele Leute sind durch diese Doku Vegetarier oder Veganer geworden. Deswegen wollte ich sie auf jeden Fall auch in diesem Video aufnehmen und euch empfehlen. Und die zweite, die bei mir allerdings viel, viel mehr bewegt hat, war Cowspiracy. Bei Earthlings ging es eher so um die ethischen Aspekte. Und bei Cowspiracy kam halt auch nochmal sehr viel der ganze Klima- und Umweltaspekt mit rein. Diese Doku fand ich echt richtig gut und ich habe wirklich viele Dokus zu dem Thema gesehen. Und ja, nachdem ich Cowspiracy gesehen habe, also ein paar Tage später, bin ich dann auch Veganerin geworden. Die nächste große Veränderung kam dann, nachdem ich auf das Thema Plastik und Zero Waste aufmerksam geworden bin. Und dass ich das erste Mal davon gehört habe, ist wirklich schon einige Jahre her, also bestimmt schon 4 Jahre oder so, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hatte ich in einer Zeitschrift, ich glaube die hieß Green Lifestyle oder so, einen Artikel gelesen über eine Frau, die war glaube ich aus Amerika, die halt in einem Jahr irgendwie nur so ein Glas voll Müll produziert hat. Und das fand ich so faszinierend. Und ja, das hat das Ganze dann irgendwie so angestoßen und ab da habe ich mich so für das Thema interessiert. Aber ja, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, war es halt erstmal so, ja, okay, das ist ja quasi unmöglich. Also wie soll man das umsetzen? Und deswegen habe ich das dann eine Zeit lang erstmal so ruhen gelassen. Und dann habe ich aber ein Buch gelesen, was mir eine Freundin ausgeliehen hat. Und zwar heißt es Barfuß in Manhattan. Und dieses Buch finde ich auch so super interessant und ich würde auch jedem empfehlen, das mal zu lesen. Und zwar, ich glaube, die Person, die das geschrieben hat, hat einen Blog, der sich No Impact Man heißt. Ich muss gerade mal nachgucken. Okay, also der Blog hieß mal No Impact Man, jetzt heißt der Colin Beaven. Das ist der Mann, der das Buch geschrieben hat und es gibt anscheinend auch eine Doku darüber. Die habe ich allerdings nicht gesehen. Auf jeden Fall geht es darum, dass er lebt hat mit seiner Familie in New York, also er, seine Frau und ein Kind. Und dann versuchen sie für ein Jahr lang keinen Einfluss auf die Umwelt zu nehmen. Also sie versuchen keinen Müll mehr zu produzieren. Und es geht dann halt immer in so verschiedenen Stufen, dass sie dann auch noch versuchen, also das erst so ganz am Ende, dass sie dann auch versuchen, keinen Strom mehr zu benutzen, außer das, was sie für die Arbeit brauchen. Nicht mehr mit dem Auto zu fahren und auch nicht mehr mit der U-Bahn, sondern nur noch mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Also im Prinzip haben sie ihr Leben in jedem Bereich so auf das Nachhaltigste überhaupt umgestellt und halt geguckt, wie man damit so leben kann. Natürlich ist dieses Experiment super extrem gewesen und ich habe danach jetzt auch nicht gedacht, cool, so will ich auch leben.
Aber ich fand es einfach super inspirierend und deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch das Buch mal anzuschauen. Also, nachdem ich mit dem Lesen fertig war, war ich auf jeden Fall schon sehr motiviert, mein Leben irgendwie nachhaltiger zu gestalten. Das war dann auch so kurz bevor ich damit hier auf YouTube auch damit angefangen habe. Ich glaube tatsächlich war das kurz bevor ich mit meiner Zero Waste Challenge vor 2,5 Jahren oder so gestartet habe. Genau, aber das hatte irgendwie noch nicht so ganz gereicht und ich wollte auch noch eine Doku zu dem Thema sehen. Und deswegen habe ich Plastic Planet geguckt. Ich denke mal, das werden wahrscheinlich auch einige von euch kennen. Ich glaube, das ist auch so eine der bekanntesten Dokus zu dem Thema. Und was ich an der Doku super interessant fand und was mich dann auch noch mehr motiviert hat, auf Plastik zu verzichten, ist, dass es nicht nur um die Umweltaspekte ging, sondern auch um die gesundheitlichen. Und das war etwas, worüber ich vorher irgendwie noch gar nicht so nachgedacht habe, was Plastik eigentlich für unseren Körper auch auf unseren Körper für einen Einfluss haben kann. Ja, und ich finde, in der Doku wurde das auf jeden Fall ganz gut dargestellt und man hat insgesamt einfach einen sehr guten Überblick über das Thema bekommen. Und dann habe ich nur noch eine Doku, die mein Leben wirklich verändert hat, und zwar The True Cost. Habe ich auch schon ein paar Mal drüber geredet. Das ist eine Doku, in der es um die Modeindustrie geht, genauer genommen um die Fast-Fashion-Industrie und die Auswirkungen, die sie so hat. Es geht vor allem um die Arbeitsbedingungen, unter denen die Kleidung, die wir hier so kaufen können, hergestellt wird. Und ja, ich meine, wir wissen ja alle irgendwie über das Thema Bescheid, aber ich finde, es hilft einfach nochmal, das so wirklich sich vor Augen zu halten, wenn man das einmal so, ja, zusammengefasst irgendwie sieht. Und diese Doku hat nochmal wirklich etwas in mir bewegt. Also seitdem ich die letztes Jahr gesehen habe, habe ich keine Fast-Fashion-Teile mehr gekauft, sondern nur noch Second-Hand und ein faires Teil habe ich mir geholt. Und deswegen würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen, euch diese Doku einmal anzuschauen. Zum Abschluss habe ich jetzt noch zwei Dokus, die zwar mein Leben jetzt nicht so riesig groß verändert haben, weil als ich die gesehen habe, kannte ich mich mit den Themen schon relativ gut aus. Aber ich habe die auch in diesem Blogbeitrag genannt und ich wollte es jetzt einfach der Vollständigkeit halber mit reinnehmen. Die erste Doku, die ich euch noch gerne empfehlen würde, ist Before the Flood. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, dort geht es halt um den Klimawandel. Und falls ihr euch mit diesem Thema noch überhaupt nicht auskennt, was zwar, glaube ich, unwahrscheinlich ist. Ich glaube, inzwischen weiß so ziemlich jeder irgendetwas. Aber ja, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, euch diese Doku auch mal anzuschauen. Ich finde, dass diese Doku das Thema ganz gut dargestellt hat und dass es einem wirklich so ein, ja, Dringlichkeitsgefühl vermittelt hat. Und deswegen würde ich euch die auf jeden Fall auch empfehlen. Und die andere Doku, die ich auch super gut fand, war Taste the Waste. Dort ging es um Lebensmittelverschwendung. Und die finde ich super gut und total wichtig, weil es einfach auch in Verbindung mit den anderen Themen total wichtig ist. Also wenn man mal an die Zukunft denkt, werden wir mit so vielen Problemen konfrontiert sein, beziehungsweise die Probleme von jetzt werden sich noch sehr viel mehr verschlimmern. Und so Welthunger, Ressourcenverbrauch, Lebensmittelverschwendung, das sind alles Themen, die Hand in Hand gehen. Und vielleicht bei manchen Sachen denkt man noch nicht so genau darüber nach, was die alles für einen Einfluss haben können. Aber ja, ich finde es super wichtig, dass man das alles einfach mal verbindet und sich einen großen Überblick darüber verschafft. Ich hoffe, ich konnte jetzt gerade einigermaßen das ausdrücken, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall sind das meiner Meinung nach alles sehr, sehr gute Dokus und ich würde euch wirklich empfehlen, sie euch alle anzuschauen. Natürlich nicht alle auf einmal, weil sonst fühlt man sich auch total überfordert und wird dann eher so ohnmächtig, anstatt etwas zu tun. Ja, aber wenn ihr zu einem Thema noch nicht so gut Bescheid wisst, dann schaut euch gerne mal eine dieser Dokus an. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Falls ihr noch irgendwelche Doku-Empfehlungen habt, könnt ihr die natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, dann war es das jetzt für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!